Hallihallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV-Simulation. Ich bin's, der Bio, begrüße euch und freue mich, dass du wieder einschaltest zu einer neuen Ausgabe der ÖPNV-News mit unserem Gamescom 2020 Special. Wir haben Astragon angefragt, ob wir gerne mal uns ein bisschen Einblick erhaschen dürfen von dem Bussimulator 21. Wir haben die Zusage bekommen, haben Bildmaterial und durften natürlich uns mit Astragon ein wenig über den Bussimulator 21 unterhalten. Dementsprechend, ja, wollen wir uns das Ganze heute anschauen. Allerdings durfte ich das Ganze nicht aufzeichnen, deswegen habe ich mir das Wichtigste alles weit hier rausgeschrieben. Das Gameplay darf ich euch trotzdem zeigen und dementsprechend würde ich sagen, legen wir direkt mal los. Los geht's! I can fly. Somit so gut, der Nachfolger der erfolgreichen Bussimulation für PC und Konsolen wurde angekündigt. So heißt es aktuell in der Pressemitteilung von Astragon Entertainment. Düsseldorf, 11. August 2020, unter dem Motto Your Boss, Your Route, Your Schedule freuen sich Astragon Entertainment und unserer Live Studios heute den Nachfolger des erfolgreichen und von Fans geliebten Bussimulator 18 für PC sowie des Bussimulators für Konsolen anzukündigen. Der Bussimulator 21 wird im Laufe des Jahres 2021 für PC, PlayStation 4 und der Xbox One erscheinen und natürlich auch auf den Konsolen der nachfolgenden Generation fahrtüchtig sein. So heißt es aktuell, wie gesagt, hier alles in der Pressemitteilung, die wir jetzt mal kurz mal so ein bisschen durchgehen. Mit dem Bussimulator 21 erwarten Spieler der bisher umfangreichste Teil der beliebten Simulationsreihe. Mit seiner enormen Anzahl offizieller lizenzierter und liebevoll nachgebildeten Busmodellen von Herstellern wie Alexander Dennis sowie zahlreiche weitere weltweit bekannten Marken bietet der Bussimulator 21 nicht nur den größten und modernsten Fuhrpark der Seriengeschichte, sondern bringt zudem erstmals auch E-Busse und den von Fans der Reihe heiß ersehnten Doppeldecker ins Spiel. Mithilfe des riesigen Fuhrparks dürfen Spieler zudem gleich auf zwei riesige Karten zur Tat schreiten. Neben einer überarbeiteten Version der aus dem Vorgänger bekannten europäischen Stadt Seaside Valley, inklusive der dazugehörigen Kartenerweiterung, steht im Bussimulator 21 erstmals auch ein brandneues US-amerikanisches und an die San Francisco Bay Area angelehntes Settings namens Angel Shore zur Auswahl. Egal ob im Industrie- oder Randgebiet der Downtown, im lebendigen Chinatown District, an der Uferpromenade, den umliegenden Hügellandschaften oder im Business Park, im Bussimulator 21 dürfen Spieler dank des neuen und noch freieren Open World Ansatz den spannenden Alltag eines Busfahrers hautnah und bisher nie dagewesener Vielfalt erleben. Genau wie im Vorgänger dürfen Spieler natürlich auch im Bussimulator 21 in einem kooperativen Multiplayer-Modus zur Tat schreiten, um gemeinsam durch die Straßen zu fahren und sich in Teamarbeit ihr eigenes Nahverkehrsimperium aufzubauen. Die ausgeklügelten Managementsysteme des Spiels bieten dabei noch einmal deutlich mehr Freiheiten, zahlreiche neue und erweiterte Features sowie erstmals auch die Möglichkeit, detaillierte Fahrpläne für die eigene Busflotte einzurichten. Sollte ein Spieler lieber nur fahren, statt sich bis ins kleinste Detail um das Mikromanagement seines Nahverkehrsunternehmens zu kümmern, bietet die intelligente KI reine Busfahrenthusiasten natürlich die Möglichkeit, die planerischen Aufgaben automatisch vom Spiel erledigen zu lassen. Als virtuelle Mentorin steht den angehenden Busfahrern im Bussimulator 21 erneut die aus den Vorgängern bekannte Mira Tannhauser zur Seite. Mira wird die Spieler nicht nur auf ihre einzigartige, charmante Art und Weise behutsam in die Welt des öffentlichen Nahverkehrs einführen, sondern sie zudem auch durch die zahlreichen spannenden Missionen der umfangreichen Kampagne auf den beiden Karten des Spiels leiten. Für langanhaltenden Spielspaß sorgen zudem die zahlreichen Zufallsereignisse und Nebenaufgaben, ein Sandbox-Modus, in dem sich Spieler völlig frei entfalten dürfen und vieles mehr. Busliebhaber und Simulationsfreunde können sich also schon jetzt auf eine bisher umfangreichste Bussimulation-Spielererfahrung der erfolgreichsten Seriengeschichte freuen. Der Bussimulator 21 wird im Laufe des Jahres 2021 für PC, PlayStation 4 und der Xbox One erscheinen. So heißt es aktuell erstmal rund um den Bussimulator. Wir haben natürlich aber ja auch ein bisschen gefragt, wie sieht's aus? Wir haben natürlich noch ein paar offene Fragen, die hier zum Beispiel gestellt sind. Und die habe ich mir mal jetzt soweit alle notiert. Gott sei Dank habe ich das gemacht, weil das Gespräch, was ich aufgenommen hatte, das war auch nur Ton. Jetzt habe ich ein Bild, aber keinen Ton. Gut, dass man immer doppelt mitdenkt und dementsprechend, ja, wir das Ganze jetzt hier nochmal durchgehen können. Also, was haben wir? Wir haben natürlich den Enviro 200 und den 500 und natürlich die E-Busse, die bereits schon angekündigt worden sind. Weitere Busse wollte man dementsprechend aber hier noch nicht groß nennen.
Des Weiteren werden es auch die Busse von dem Bussimulator 18 wieder in den Bussimulator 21 schaffen. Ja, damit man natürlich hier mit dem kompletten Fuhrpark, der jetzt im Bussimulator 21 jetzt dazukommt, jetzt auch im Bussimulator 18 benutzen kann. Also benutzen in dem Falle auf die modifizierte oder überarbeitete Karte für natürlich Seaside Valley, die jetzt hier im Bussimulator 21 ja ebenfalls wieder mit dabei ist. Es soll weniger Menüführung geben und das fand ich eigentlich ein ganz interessantes Thema, denn wo wir im Bussimulator 21 tatsächlich ja immer noch so ein bisschen ja eine Tour gefahren sind, wieder ins Menü mussten, wieder eine Tour auswählen mussten und dementsprechend wieder die Tour fahren mussten und so weiter und so fort, wisst ihr ja alle wahrscheinlich, alle die Bussimulator 18 gespielt haben, wird das diesmal jetzt komplett anders sein, denn man hat versucht ein bisschen mehr auf das Menü zu verzichten. So ist es jetzt also möglich, dass ihr jetzt, wenn ihr auf Tour seid und am Ende der Endhaltestelle ankommt, zum Beispiel die Auswahl zu treffen, dass ihr jetzt einfach in den nächsten Bus einsteigt oder ihr einfach die Tour weiter fortsetzt. Ja? Das ist wohl hier in dem Bussimulator 21 möglich, sodass ihr nicht immer ins Menü zurück müsst, sondern instant einfach, sobald ihr an der Endhaltestelle angekommen seid, den Bus wechseln könnt und die nächste Tour fahren könnt. So will man das Ganze natürlich so ein bisschen umgehen, dass ihr halt nicht immer ins Menü rein, raus, sondern einfach den Spielspaß ununterbrochen habt. Somit wären jetzt zum Beispiel eventuell sogar auch Leitstellenfahrten möglich, aber wie das Ganze nachher aussieht, das muss man noch gucken, denn man war sich noch nicht so ganz sicher, wie man das Ganze zum Beispiel auch mit dem Benzin machen soll. Denn Benzin wird ja komplett ja bei dem Bussimulator automatisch aufgefüllt. Jedes Mal, wenn wir halt reinfahren, wird das Ganze mit angerechnet und der Bus automatisch aufgefüllt. Dieses ist jetzt aber in dem Falle, wenn ihr natürlich weitere Touren fahrt, ja nicht möglich. Ja? Also da plant man natürlich jetzt oder da ist man sich noch nicht hundertprozentig sicher, muss man zum Beispiel selber tanken oder in die Waschstraße fahren oder irgendwie sowas oder lässt das System eventuell automatisch machen. Da war man sich noch nicht hundertprozentig sicher. Der nächste Punkt ist genauso ebenfalls wie das mit dem Busse kaufen ist jetzt ebenfalls im Spiel möglich, also im reinen Fahrmodus, wenn ihr jetzt fahren müsst, ihr müsst jetzt nicht ins Menü oder sowas, ja, um euch hier Busse zum Beispiel zu kaufen, sondern ihr könnt halt direkt jetzt, wenn ihr auf Tour seid, die Tour beendet habt zum Beispiel, könnt ihr einfach zum Busshop fahren und euch da einen Bus kaufen und mit dem Bus einfach dann wieder auf eine neue Tour fahren. Ja, das soll wohl jetzt hier auch funktionieren, also hier gibt es halt auch einen richtigen Shop, wo ihr eure Busse dementsprechend dann auch kaufen könnt und den halt auch sofort benutzen. Ohne, dass ihr halt immer rein und raus wechseln müsst halt. Achso, und was im Busshop noch dazugekommen ist, ist jetzt, dass wir auch eine Probe fahren können. Ja, falls ihr zum Beispiel euch einen Bus kaufen möchtet, wisst aber nicht so, ja, ist es jetzt der Bus, den ihr braucht, dann könnt ihr den Probe fahren und dann könnt ihr euch den kaufen. Es gibt jetzt einen fließenden Tag- und Nachtwechsel. Das ist eine relativ coole Sache. War ja in dem Bussimulator 18 ja nicht möglich. Ja, es ist jetzt aber so, dass jetzt die Echtzeit jetzt hier so mit ins Spiel kommt. Ja, dementsprechend, ja, wenn ihr abends fahrt, wird es halt immer dunkler. Und wenn ihr von nachts fahrt, wird es auch immer heller, denn zum Tag dann über. Ja, also es wird jetzt hier einen dynamischen Tag- und Nachtwechsel geben. Ja, was wie gesagt jetzt auch vom Bussimulator 16 und 18 jetzt absolutes Highlight darstellt. Dementsprechend, weil es natürlich auch einen dynamischen Tag- und Nachtwechsel gibt, ist es jetzt auch so, dass es jetzt auch richtige Timetables gibt, also die Fahrpläne. Und wenn ihr zum Beispiel die neuen Touren zum Beispiel bastelt, sind sie sogar so exakt editierbar. Deswegen stand ja jetzt gerade in der Pressemitteilung, dass dieses Mikromanagement praktisch das Ganze ja zu viel ist oder sowas. Hier sehen wir jetzt zum Beispiel, jetzt wechselt er einfach den Bus, zack, ohne dass ihr jetzt irgendwie zurück ins Menü musstet, seht ihr, zack, jetzt sind wir schon im neuen Bus. Ohne einmal ins Menü zu kommen und könnt ihr einfach weiterfahren. Ja, genau, wir haben den Timetable-Modus, der editierbar ist. Ja, also ihr könnt das Ganze halt einfach editieren, so wie ihr das Ganze möchtet. Ja, und dementsprechend könnt ihr das Ganze auf Minuten takten, ja, soweit einstellen. Das Interessante ist auch noch, es gibt halt, oder es ist hier ein nennt man das, ein Feature eingebaut, das zum Beispiel auch ermöglicht, also nicht ermöglicht, sondern ein Feature drin, dass zum Beispiel, wenn die Leute morgens ja von der Vorstadt halt zur Arbeit müssen, hast du morgens einen höheren Aufkommen, ja, als wie von der Haupt, also von der City halt in die Vorstadt. Ja, also das Spiel merkt sich so irgendwie so ein bisschen so das Setting, sodass je
je nach Tageszeit so, ja, wenn, wie gesagt, die Leute halt alle aus der Vorstadt arbeiten müssen, hast du halt morgens um 7 oder 6, 7, 8, hast du wirklich Stoßzeiten, ja, so 12 ist tote Hose, ja, und dann geht's halt, ja, ich sag mal 16, 17, 18 Uhr, geht's dann wieder von der Town dann wieder zurück in die Vorstadt und dementsprechend ist das ebenfalls dann da auch wieder brechend voll im Bus. Das weiß das Spiel und so könnt ihr dann zum Beispiel dann auch eure Timetables dann zum Beispiel einstellen, wenn ihr das möchtet, sonst macht's ja, wie gesagt, automatisch der Computer. Es gibt dynamisches Wetter, was ich auch eine coole Sache finde. Es kann die ganze Zeit die Sonne scheinen und dann denkt ihr auch so, oh ja, ja, jetzt und auf einmal ist Unwetterwarnung. Ja, also sowas kann es natürlich hier auch im Bussimulator 21 geben. Sonst musste man das Ganze ja im Bussimulator 21 ja einstellen. Was habe ich noch? Die verschiedenen Distrikte haben wir. Wir haben gefragt gehabt, wie groß denn so die Karte ist. Kann man das irgendwie im Vergleich nehmen? Hier war die Antwort, dass sie halt größer als Seaside Valley sein soll. Aber aufgrund natürlich, weil wegen dieser großen Bucht, die ja da drin ist, zieht sie sich halt in die Länge. Halt nicht in die Breite, sondern ist halt länger gefühlt. Ja. Aber sie soll so im Großen und Ganzen ist sie deutlich größer als Seaside Valley. Das ist ja, wenn ihr mit enthalten ist, das hatten wir. Wir hatten auch gefragt gehabt, wie sieht es mit dem Multiplayer aus? Sind es wieder nur 4 Spieler? Und ja, hier ist die Antwort leider ein bisschen sehr ernüchternd, denn es sind wieder nur 4 Spieler. Man versucht das Ganze natürlich noch ein bisschen aufzustocken auf vielleicht 6 bis 8 Spieler, aber man garantiert erstmal nur 4 Spieler. Das hat man auf jeden Fall jetzt schon bestätigt, dass das Ganze halt wie auch im Bussimulator 18 erstmal mit 4 weitergeht. Wie gesagt, sobald man das Ganze so performant auf jeden Fall auf die Beine gestellt hat, will man sich da eventuell nochmal dazu äußern, aber man rechnet erstmal nur mit 4 Spieler. So, alle Busse sind auf allen Karten befahrbar, also Busse, die ihr hier zum Beispiel hier kauft, jetzt zum Beispiel auf der amerikanischen Karte, können natürlich auch in Seaside Valley benutzt werden. Der Grund daher ist, wir sehen halt bloß den Alexander Dennis, den haben wir jetzt zum Beispiel als neuen Bus gesehen. Es wird auch richtig amerikanische Busse hier geben, so hat man uns das Ganze gesagt. Und dementsprechend, ja, könnt ihr mit den richtigen amerikanischen Bussen dementsprechend dann halt auch auf Seaside Valley fahren denn. Es gibt einen Sandbox-Modus, der von Anfang an vorhanden ist. Also wer jetzt hier keinen Bock auf Story oder Karriere hat, der kann natürlich sofort sich reinschützen, hat alle Features dementsprechend freigeschaltet. Es ist alles von Anfang an fertig. Ja, also ihr habt alle Busse, ihr habt alle Bezirke und könnt dann natürlich rumfahren. Wie gesagt, wer keinen Bock hat auf Story. Es gibt eine offene Spielwelt, wie ihr ja schon gesehen habt in dem Video die ganze Zeit, das war eine Frage von mir gewesen, sehen wir überall so eine Absperrung. Die Absperrungen galten jetzt bloß der Gamescom-Demo, ja, weil das sah halt ein bisschen komisch aus, als ob die Karte doch ein bisschen relativ klein wirkte. Da hat man gesagt gehabt, dass das Ganze von der Gamescom-Demo ist, damit die Spieler jetzt nicht irgendwo ins Nichts fahren. Weil es bis dahin vielleicht noch gar nicht fertig gebaut ist oder vielleicht noch Fehler vorhanden sind oder sowas, wollte man das natürlich nicht zeigen in eine Demo. Dementsprechend haben wir hier eine offene Spielwelt trotzdem, ja, also das ist eine Riesenwelt, kann man sich halt so vorstellen, wie denn auch in Seaside Valley. Wir haben gefragt gehabt, wie es mit der Fahrphysik aussieht, weil viele beschweren sich halt über die Fahrphysik. Sie ist halt schon sehr Arcade-lastig, wenn man gerade viel Omsi spielt oder sowas, ja. Denn weiß jeder, wovon ich spreche. Und es wird auf jeden Fall diese Fahrphysik erstmal beibehalten. Man versucht sie aber noch zu verbessern, soundtechnisch natürlich auch noch zu verbessern. Man kann jetzt aber nicht für alle Busse jetzt individuellen Sound jetzt nehmen, also für den bestimmten Sound von dem Bus, da muss man natürlich schon ein bisschen gucken, dass man hier so ein Soundpool hat, ja, wo man sich dann natürlich da ein bisschen zurückgreift, was man verstehen kann. Ja, andere Simulationen, wie gesagt, die verkaufen einen Bus und dementsprechend sind da auch natürlich die Originalsounds dabei, aber hier hat der Entwickler einfach 6, 7 verschiedene Busmodelle und jeder klingt natürlich anders und da ist es natürlich schon ein bisschen hart, wenn man da wirklich den jede einzelnen Sound richtig hat, auch bei der Fahrphysik. Jeder Bus fährt sich gefühlt noch ein bisschen anders und man kann das Ganze jetzt noch nicht aber so 1:1 jetzt für alle dementsprechend jetzt erstmal konzipieren. Vielleicht wird das Ganze dann immer noch weiter ausgepatcht und nachgepatcht. Es wird kein VR geben für den Bussimulator 21, da gab es eine klare Absage, aber Track AR ist mit dabei. Für Leute, wie gesagt, die das haben, die können das Ganze von Anfang an benutzen. Es werden weiterhin auch natürlich die Lenkräder und die Gamepads unterstützt, ja, für genau PS4 und Xbox One und PC kommt das Ganze raus. Bei Rollstuhlfahrern, die sollen wohl auch noch kommen.
Und sie hatte dann natürlich gefragt gehabt, wie sieht's aus mit dem Bussimulator 18? Kann uns da jetzt noch irgendwas, kommt da jetzt noch irgendwie was? Und da hieß es dann einfach, es wird auf jeden Fall keine neuen Busse und keine neuen Karten mehr geben. Es gibt zwar noch so kleinere Sachen, die jetzt für den Bussimulator 18 kommen, aber wie gesagt, kein Bus und keine Karte mehr. aber es kommen noch Updates für den Bussimulator 18, hat man uns noch versichert. Und das mit den Firmen, das ist halt so geregelt, also mit den beiden Karten, dass das Ganze natürlich von der Story halt zusammenhängt ist. Also ihr startet wahrscheinlich erstmal in Seaside Valley, um dann zu expandieren nach Amerika denn. Und das Ganze wird betrieben halt von unterschiedlichen Firmen, weil Phasis hatte da eine interessante Frage gestellt, wie sieht es denn aus, Amerika haben sie Dollar und in Seaside Valley haben sie ja die Euros oder sowas, ne? Das wird halt geteilt, halt, weil das halt firmenabhängig ist, wo die Firma jetzt halt ist. Ne? Seaside Valley ist eine europäische Firma und die hier in wie ist der Ort jetzt? Angel Shores, wie gesagt, ist ja in Los Angeles und dementsprechend haben die da Dollar. Und das Ganze wird dann irgendwie halt umgerechnet und so weiter und so fort. Und eine der wohl wichtigsten Fragen ist, wie sieht es aus mit Mod-Support auf den Konsolen? Hat man sich erstmal dagegen entschieden für den Mod-Support? Er hat uns das Ganze auch extrem gut erklärt. Wir hatten übrigens das Gespräch mit dem Carsten, ein sehr, sehr dufter Typ. Also wirklich, der war sehr, sehr sympathisch gewesen. Ich würde schon fast behaupten, mit einer der sympathischsten von den ganzen, die wir jetzt hier so sprechen durften. Hat uns dazu ein bisschen was erklärt, wieso, weshalb, warum das Ganze nicht so einfach ist mit dem Mod-Support. Und tatsächlich hat das dann am Ende auch bei uns ein bisschen Sinn ergeben. Denn es ist ja halt so, dass ja die PlayStation, die Xbox und die Nintendo ja schon ein geschlossenes System sind. Sie haben ihren eigenen Service, sie haben ihren eigenen Store und alles sowas. Und es ist ja nun mal so, dass diejenigen, die da was hochladen, dafür haften müssen. So, und da das Ganze ja nun mal nicht so einfach ist, ja, dass du jetzt, wie jetzt zum Beispiel auf dem PC jetzt so eine Website hast, wo du die Mods runterladen kannst oder sowas und dann einfach installieren kannst, ja, funktioniert das Ganze auf Konsolen nicht, weil die halt ein geschlossenes System halt haben, ja. Und dementsprechend müsste man das Ganze halt immer bei Astragon einreichen, die Mod, ja. Astragon müsste die Mod erstmal überprüfen, ja, ob die jetzt nicht gegen irgendwelche Regeln verstößt, ja. Und da fängt dann der Punkt an, wo es dann mit der Lizenzierung losgeht. Wer ist denn jetzt für dieses Produkt denn jetzt verantwortlich? Ja, liegt das jetzt an dem Modder oder liegt das jetzt an Astragon? Weil die müssen das ja im Endeffekt ja dann in den jeweiligen Store halt hochladen. Also eine ganz komplizierte Geschichte. Er hat uns, wie gesagt, das extrem weit ausgebaut und deswegen hat man sich jetzt ja erstmal dagegen entschieden jetzt für den Mod-Support. Wir hatten ja natürlich dann auch gleich dann angesprochen, ja, aber wie sieht es denn aus? Giants macht es doch auch, ja. Die haben ja auch ihren Mod-Hub und da war einfach die Antwort eigentlich schlicht und einfach, die haben auch mehr Mitarbeiter. Okay, ja, das vergisst man dann tatsächlich dann halt auch immer, ne? Dass ja da auch irgendwo Leute noch sitzen müssen, die sich halt dementsprechend auch noch so ein bisschen drum kümmern müssen. Nee, aber im Großen und Ganzen waren das jetzt so die Sachen, die wir jetzt hier auf jeden Fall gefragt haben. Genau. Ich habe jetzt, glaube ich, hier soweit jetzt alles durch. Wir haben das Video auch komplett schon durchgeguckt. Das ist jetzt schon die Wiederholung, wie ich gerade sehe. Ich gucke nochmal ganz schnell durch. Aber Buswechsel hatte ich, fließender Tag, Nachtwechsel, dynamisches Wetter. Nö, ich glaube, das war es wirklich. Also das sind so die Fragen, die wir jetzt so gestellt bekommen. Ich glaube, da waren noch mehr. Aber im Großen und Ganzen, glaube ich, sind die wichtigsten Fragen auf jeden Fall erstmal beantwortet. Wie gesagt, ein bisschen enttäuscht halt durch die niedrige Spieleranzahl wieder in den Multiplayer. Ich glaube, das hat auch der Carsten gemerkt gehabt, dass es bei uns schon so ein bisschen wieder ging. Ja. Meine andere Spiele schaffen es auch, wäre natürlich wünschenswert, wenn es dann auch hier in dem Bus-Simulator halt doch mehr ist. Weil ihr habt ja selber gesehen, wie schnell einfach mal 4 Plätze voll sind. Wenn ich Hobby und Phasis hier den Bus-Simulator spielen, kann nur noch einer von euch mitspielen und das ist schon ein bisschen sehr dürftig. Also hier wäre es auf jeden Fall wünschenswert, dass man auf jeden Fall in dem Bus-Simulator 21 versucht, zumindest das Ganze auf 8 aufzustocken, wenn nicht sogar mehr. Ja, aber je mehr Leute da mitspielen, ne, muss natürlich auch noch alles synchronisiert werden hier und da. Und gut, aber wie gesagt, im Großen und Ganzen war es das Interview gewesen, was wir da hatten.
eigentlich gibt es hier nichts mehr zu sagen. Das war auch vorerst unser letztes Interview. Also mehr haben wir jetzt für die Gamescom natürlich nicht. Ich meine, mehr ist, das ist immerhin eine gute Ausbeute. Also es sind alle Spiele bis jetzt, die wir uns bei uns auf dem Schirm hatten, mit denen wir unbedingt sprechen wollten. TML Studios mit The Buzz. ViewApp hat sich entschuldigt. Das Ganze kam leider nicht zustande. Wir sind jetzt aber dran, da noch einen Termin zu bekommen, um das Ganze vielleicht noch nach der Gamescom natürlich nachzuholen. Der Astragon war super, super spontan, wo wir noch angefragt hatten. Das war schon während der Gamescom, haben wir gefragt, wie sieht's aus? Können wir noch gerne mit dazukommen? Und der Carsten Hö, glaube ich, genau, der Carsten Hö hat uns dann auch prompt eingeladen für den nächsten Tag um 12. Also wirklich großes, großes Dankeschön dafür, dass es auch so schnell ging, ja, dass er uns dann noch mit dazugeholt hat. Also wirklich vielen, vielen Dank. Also das nenne ich dann auch so wirklich, wo ich dann so wow, wie schnell ging das auf einfach, ja, und bei Aerosoft kam da so eine Terminpanne halt. Das ist halt schon ein bisschen schade. Auch die Qualität, die war eine komplett andere Qualität. Aber gut, wir wollen es jetzt hier nicht jetzt auslassen. Das war es auf jeden Fall von meiner Seite hier mit dem Bussimulator 21. Wenn ihr natürlich noch Fragen habt, gerne damit in die Kommentare. Postet es unten mit rein. Und sonst würde ich jetzt einfach sagen, verabschiede ich mich jetzt hier. Und ja, das war die Gamescom 2020 hier auf ÖPNV-Simulation, Leute. Nächstes Jahr wird es spannender, weil dann werden wir hoffentlich, wenn Corona-Quark da vorbei ist, werden wir dann instant wieder vor Ort sein. Und dann werden wir mal gucken, dass wir mal die Kollegen dort mal kennenlernen, mal so Gesicht zu Gesicht so. Ich verabschiede mich, Leute. Bis denn. Tschüss.